Vielleicht hast du ja so etwas schon mal gesehen und fragst dich, was das ist. Oder in deinem Bekannten- und Wirkungskreis ist von einem QR-Code die Sprache und du kannst damit einfach nichts anfangen. Nun, im Prinzip kennen wir sowas Ähnliches vom Einkaufen mit den klassischen Strichcodes, den Barcodes, zum deinem Scanner drüber geht und dann Informationen zum Lagerbestand eben auch angezeigt bekommt. QR steht für Quick Response und wir können hinter einem solchen Code verschiedene digitale Informationen verstecken. Eine Internetseite, eine E-Mail-Adresse, eine normale Adresse, eine Adressdatei, Telefonnummer und vieles mehr. Ich nutze das immer ganz gerne bei digitalen Veranstaltungen, um einfach einen barriereärmeren Zugang zu zweiten Informationen oder zu weiteren Informationen, zu Abfragen, zu Live-Feedback zum Beispiel auch zu bieten. Hierfür schalte ich mal um auf den Browser und wir sehen jetzt hier neben mir das Tweetback-Tool, was wir ja hier auch schon mal vorgestellt hatten. Das nutze ich mal ganz gerne, wie gesagt, um ein Live-Feedback in digitalen Veranstaltungen einzuholen. Hier jetzt einfach gerade Befindlichkeitsabfrage, wie geht es dir gerade? Und da viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer noch Schwierigkeiten haben, zwischen den Anwendungsfenstern bei einem Laptop oder sowas hin und her zu wechseln, arbeite ich mal ganz gerne mit einem zweiten Gerät, nämlich mit einem Smartphone. Denn hier brauchen wir jetzt einfach nur einen QR-Code. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen mit dem Smartphone drauf und können an der Umfrage teilnehmen. Woher bekommen wir jetzt diesen QR-Code? Naja, bei diesem Dienst wird der QR-Code erstmal direkt mit generiert. Ansonsten gibt es eine Freigabeadresse. Wenn wir diese Adresse in einen Code umwandeln wollen, einfach mal in einer Suchmaschine QR-Code-Generator eingeben. Da werden einem jede Menge kostenfreie Dienste angezeigt, mit denen wir solche Codes erstellen können. Was mache ich nun? Ich halte meine Kamera drauf. Mit Apple-Geräten funktioniert das, mit den meisten Android-Geräten. Da ist ein QR-Code-Reader in der Kamera-App schon mit integriert. Sollte nichts passieren, müsst ihr euch aus dem Google Play Store oder aus dem Play Store einen QR-Code-Reader, eine App nochmal installieren, um dies machen zu können. Das heißt, ich gehe jetzt mit diesem Reader einfach auf diesen QR-Code, scanne ihn und sehe, dass jetzt hier direkt ein Link geöffnet wird. Und wo ich jetzt auch direkt an der Umfrage teilnehmen kann. Ich schalte hier jetzt nochmal um auf die Umfrage. Ich sehe jetzt hier auf dem Smartphone die einzelnen Ergebnisse. Ich kann sagen, dass es mir gerade sehr gut gibt. Ich sage auf Abstimmen und das Ergebnis wird auch direkt angezeigt. Ihr seht, es ist also eine prima Möglichkeit, um, wie gesagt, über ein zweites Gerät schnelles Feedback nebenbei nochmal einzuholen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu beteiligen und auch Interaktion zu fördern. Soweit erstmal von mir zum Thema QR-Codes. Ich hoffe, du hast ein bisschen Einblick darin bekommen, was das ist, wofür man das auch gebrauchen kann. Ansonsten lass uns einfach auch mal in den Kommentaren darüber diskutieren. Sinnvoll oder nicht sinnvoll für die Veranstaltung. Ich freue mich auf dein Feedback. Ansonsten alles Gute und bis bald. Tschüss.